Entstanden sein soll der Weltraum ja vor 13,8 Milliarden Jahren. Physikalische Prozesse lösten den Urknall aus, sagen Physiker. Dagegen sehen die Weltreligionen Gott als Schöpfer des Universums. Und seit Tausenden von Jahren glauben Menschen an Gott. Liegt der Glaube möglicherweise in der Natur des Menschen? Sie glauben an höhere Mächte. Sie dienen ihnen in aufwendigen Ritualen. Sie unterwerfen sich strengen Regeln. Überall und immer schon investierten Menschen in etwas, das Nichtgläubigen überflüssig oder sogar schädlich erscheint. Aber womöglich hat der menschliche Drang zum Glauben einen tieferen biologischen Sinn. Religiosität ist mit enormen Kosten verbunden. Menschen wenden Zeit auf Güter, manchmal setzen sie sogar ihr Leben ein. Das heißt, wenn es nur schaden würde, dann wäre völlig unverständlich, wie es sich in der Evolution entwickelt hat oder wie es sich erhalten konnte. Menschen glauben an die verschiedensten Dinge. Aber darin, dass sie glauben, sind sie alle gleich. Einiges spricht deshalb dafür, dass der Glaube tief in der menschlichen Natur verwurzelt ist. Der Psychologe Jesse Baring an der Uni Belfast führte dazu ein Experiment durch. Er zeigte Kindern Stoffpuppen, eine Maus und ein Krokodil, das die Maus frisst. Danach fragte der Psychologe die Kinder nach dem Zustand der Maus. Die Kinder hielten die Maus für tot. Fast alle aber waren überzeugt, dass ein Teil der Maus weiterlebe. Egal, ob die Kinder religiös erzogen waren oder nicht. Menschen können nicht nur über Lebende nachdenken, sondern auch über Menschen, die gelebt haben. Und sie werden automatisch schon von klein auf annehmen, dass die auch weiterhin empfinden, denken, rückblicken. Das heißt, man könnte sagen, wir werden als intuitive Theisten, als transzendente Wesen schon geboren und veranlagt. Der Glaube an höhere Mächte scheint im menschlichen Denken angelegt zu sein, unabhängig von Erziehung und Kultur. Dafür sprechen auch Studien, die Wissenschaftler Ende der 90er Jahre mit Zwillingen durchführten. Sie fanden heraus, dass in völlig verschiedenen Milieus aufgewachsene Zwillinge den gleichen Grad an Religiosität zeigten. Etwa zu 50% ist der Glaube also eine Sache der Gene, vergleichbar mit Musikalität. Früher hat man gerätselt, ob es vielleicht ein einzelnes Gen gäbe, das Spiritualität oder Religiosität aktivieren würde. Aus heutiger Sicht sind es Dutzende, vielleicht Hunderte von Gensequenzen, die daran beteiligt sind. Religiosität muss sich evolutionär durchgesetzt haben. Gläubige müssen ihr Erbgut also erfolgreicher weitergeben als Nichtgläubige. Für diese These spricht, dass streng religiöse Gemeinschaften deutlich mehr Nachwuchs haben als weniger religiöse. Wir können sehen, dass quer durch alle Weltkulturen die Frommen durchschnittlich mehr Kinder haben. Deswegen haben wir Dutzende Religionsgemeinschaften wie die Old Order Amish, die Haredim, die Mormonen, die Hutterer, die über Jahrhunderte hinweg kinderreich geblieben sind. Wo immer aber die Religiosität sich auflöste, brachen auch die Geburtenraten ein. Wir haben noch in der gesamten Geschichte keine demografisch stabile, nicht religiöse Population gefunden. Die Frage ist allerdings, warum Fromme sich erfolgreicher fortpflanzen als weniger religiöse. Auch dazu hat der Psychologe Jesse Baring ein Experiment gemacht. Kinder sollten Bälle auf eine Zielscheibe hinter ihrem Rücken werfen, ohne sich umzudrehen. Dafür ließ Baring die Kinder alleine, beobachtete sie aber über eine versteckte Kamera. Da die Aufgabe kaum lösbar war, schummelten die meisten Kinder und drehten sich um. Einer zweiten Gruppe von Kindern sagte Baring dann, auf dem leeren Stuhl sitze eine unsichtbare Person, Prinzessin Alice. Die meisten Kinder behaupteten, nicht an Geister zu glauben. Doch von ihnen drehten sich viel weniger um als vorher von der anderen Gruppe. Menschen halten sich also besser an Regeln, wenn sie sich von einer höheren Macht beobachtet fühlen. Der gemeinsame Glaube stabilisiert Gemeinschaften und begünstigt dadurch auch mehr Nachkommen. Auch scheinbar nutzlose Rituale ergeben so evolutionär Sinn. Wir haben uns lange gefragt, warum Menschen eigentlich so kostspielige und zeitaufwendige Rituale auf sich nehmen. Und manchmal sich sogar Schmerzen zufügen beispielsweise. Und heute können wir sehen,
dass sie sich damit gegenseitig signalisieren, ich meine es ernst, ich glaube wirklich an die höhere Wesenheit, den Ahnen oder die gemeinsame Gottheit. Und indem sie sich das gegenseitig signalisieren, steigern sie die Glaubwürdigkeit und die Kooperation. Religiosität scheint Teil unserer Natur zu sein. Sie hat sich evolutionär durchgesetzt, weil sie dem Menschen nützlich ist. Das bedeutet nicht, dass sich hinter dem Glauben nicht auch eine höhere Wahrheit verbergen könnte. Doch das kann die Wissenschaft nicht klären. Das ist und bleibt eine Sache des Glaubens. Ja, die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, quält selbst Physiker. Je mehr sich die Forschung an den Ursprung des Universums herantastet, desto mehr sind selbst Astrophysiker überzeugt, dass die Existenz von Materie ein Wunder ist, das sich nur übernatürlich erklären lässt. Aber darf ein Astrophysiker an Gott glauben? Ein Atheist und ein Christ diskutieren darüber. Hans-Joachim Blome ist Physikprofessor, genauer ein Astrophysiker, der über den Anfang des Universums forscht. Sein Beruf ist, den künftigen Raumfahrtingenieuren harte Naturwissenschaft beizubringen. Die letzten Fragen, die nach dem Warum, hat er wie alle Menschen. Die Frage, warum es Gott gibt, ist für mich seit dem 7. Lebensjahr eine schwindelerregende, die mich fast immer an den Abgrund führt. Ich kann sie nicht beantworten und ich lenke mich dann immer ab mit Physik. Blome ist Naturwissenschaftler und gläubiger Christ. Ein Mensch, der Fragen an den Kosmos hat. Wir können die Welt nicht voraussetzungslos erklären. Das kann man so bewenden lassen. Man kann aber auch sagen, als Christ in einer weiteren Perspektive ist es eben vielleicht doch erlaubt, da zu glauben, dass der, der die Welt in menschlichen Vokabeln geschaffen hat, in Anführungsstrichen, angesichts der Erosion der Zukunft dieses Kosmos, einem doch die Hoffnung gibt, dass es hinterm Horizont weitergeht. Blome diskutiert gern mit seinem früheren Kölner Kollegen Bernd Vohwinkel. Der Radioastronom betreibt dieselbe Wissenschaft, forscht über den Anfang des Universums, wie Blome. Doch er ist Atheist, kritisch, was Gott und Religion betrifft. Das Problem mit diesen religiösen Erklärungen ist ja, dass das Problem damit nicht wirklich im Sinne der Wissenschaft erklärt wird, sondern es wird verklärt. Anstelle eines komplizierten Vorgangs wird Gott gesetzt, der die Sachen, die Dinge nicht vereinfacht, sondern eher noch verkompliziert. Die Astronomen und Physiker sind heute so nah an den Urknall herangekommen wie nie. Und damit an die Frage nach dem Ursprung von allem. Ihr Verständnis von den Strukturen und der Entstehung des Kosmos hat die Theologie immer weiter an den Rand gedrängt. Scheint es. Die Taktik der Theologie ist, sich immer mehr gegenüber den Naturwissenschaften zu immunisieren, indem sie Gott sozusagen zurücknimmt, indem sie sagt, zum Beispiel in der Evolutionstheorie, Gott steckt hinter dem Zufall. Das ist natürlich eine Methode, wenn man das weit genug treibt, ist irgendwann in der Realität nichts mehr von der Gotteshypothese überprüfbar. Und dann würde ich als Physiker sagen, dann hat Gott auch mit der Realität nichts mehr zu tun. Wenn man jetzt die Ebene der Naturgesetze verlässt und stellt sich nachts unter den Sternenhimmel, möglichst da, wo man ihn sieht, in der Eifel oder in Arizona in der Ägäis, wo man aus diesem Erstaunen dann auch eine Überzeugung spontan entwickelt, es muss etwas jenseits des Horizontes der sichtbaren Welt und der Physik liegen. Eine Realität, die hinter allem liegt, die uns Menschen staunen lässt. Das ist die Vision der Theologie. Doch ist es überhaupt möglich, naturwissenschaftliche Erkenntnisse über diese Realität zu erlangen? Also nur mit Hilfe unserer Sinne? Die Theologen vermuten ja, dass wir so eine Art heißen Draht unter Umständen zu diesen Dingen haben, über Offenbarung oder wie man das immer das nennen will. Aber bisher muss man sagen, dass das rein subjektive Erfahrungen sind. Das ist nicht objektivierbar. Und doch stellen sich der Christ und der Atheist dieselben Fragen. Die nach dem Warum. Ich sehe das Problem, einen absoluten Anfang in der Zeit zu setzen, weil dann immer die Frage bleibt,
wie ist etwas entstanden aus nichts und was war vorher, gibt es überhaupt ein Vorher? Und diese Fragen bleiben ja unter Umständen unbeantwortet. Aber trotzdem, denke ich, sind wir Menschen ja in diesem Kosmos durch eine lange Vorgeschichte hineingeworfen. Und ich denke, es ist schon eine sinnvolle Frage zu stellen, warum gibt es dann nicht das Nichts? Also warum gibt es überhaupt etwas? Also daran kommt man ja nicht vorbei. Die großen Fragen bleiben offen. Wenn die Antworten auch weit auseinander liegen, der Respekt voreinander bleibt. Auch der Respekt vor den Grenzen von Glaube und Wissen.